Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ihr seht schon, neues Bike ist da. Ich bin richtig hyped, ich habe richtig Bock. Wir wollen uns jetzt einmal mit euch unboxen. Das ist ein YT Industries MX Cupra 2. Ja, und ich würde sagen, let's go. Geiles Bike, wir wollen das mal unboxen. Erste Rad raus, schaut euch das an. Boah, Leute, schaut euch das an. Ganz schön schwer, ich muss das hier mal ein bisschen keuchen. Ich packe uns hier schnell rüber. So Leute, schaut mal hier, das ist das Bike, der Rahmen beziehungsweise. Und jetzt müssen wir einmal das ganze Papierding abmachen, damit ihr natürlich die finale Fassung seht. Und dann geht es auch schon ans Aufbauen mit den ganzen Sachen. Das zeigt euch natürlich, wie versprochen, was alles in den Kisten drin ist. Jetzt allerdings machen wir erstmal das Ganze hier ab. Und dann werdet ihr jetzt gleich sehen, was da bei rumkommt. Leute, jetzt haben wir das Fahrrad ausgepackt. Und jetzt gucken wir mal in die Boxen rein. Das, was wir gesagt haben, wir fangen an mit der V-First Box. Da haben wir die Box, schaut mal hier. Ah, man zieht. So, jetzt weiter geht's. Was erwartet uns als erstes? Was auch immer das ist, ein schicker Zettel von YT. Dann haben wir Read First. Das ist ein Heft. Das werden wir gleich als erstes lesen. Das ist super cool, dass YT das uns direkt mitliefert. So, was haben wir hier? Das sind die Tools. Mit dem Safety First. Ein ganz schön dickes Buch, aber Safety First, ja, ist klar. Shock Owner's Guide. Ah, Leute, das ist wichtig. Schaut mal, was das hier cooles ist. Wie ihr kennt, das ist ein Stickerbogen. Mega cool. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wo wir so einen Sticker raufkleben sollen. Oh, schaut mal hier. Es sind Pedalen, die geliefert wurden. Nur damit ihr es wisst, das ist eine gute Information. Pedalen sind auf jeden Fall schon dabei in der Toolbox. Aber jetzt habt ihr schon mal gesehen, was alles in dieser Box drin ist. Und ich würde sagen, wir machen weiter mit der nächsten Box. Schauen wir mal rein. Es ist eine Flasche. So Leute, wir kommen jetzt zur nächsten Box. Ich gucke jetzt mal, ich hoffe, ich schaffe das ohne Schere aufzumachen, weil hier ist so ein Panzertape rum. Schauen wir mal rein, was das ist. Wie ich ja schon gesagt hatte, ich habe mir noch andere Pedale dazu gekauft. Das sind diese hier. Kann man direkt auf der YT-Seite mitbestellen. Ich habe mir die Grand Brothers Dam 7 mal mit dazu bestellt. In large. So Leute, zum allerletzten kommen wir jetzt. Das ist noch eine Flasche. Vielleicht verliere ich hier eine, vielleicht nicht. Ich hoffe natürlich nicht. Sehr schön, und das waren jetzt einmal die ganzen Boxen, was alles mit dem Bike dabei war. Und jetzt würde ich sagen, endlich kommen wir dazu, das Bike wirklich final aufzubauen. Und wie wir das machen, das seht ihr natürlich jetzt. Viel Spaß! So Leute, wir haben das Bike jetzt komplett aufgebaut, sieht schon mal richtig geil aus und ich würde sagen, ich möchte es natürlich jetzt noch mal das allererste Mal fahren und deswegen gehen wir jetzt mal raus und dann zeige ich euch noch mal eigentlich, wie ich das allererste Mal auf diesem Bike überhaupt drauf bin. Ich habe richtig Bock, mega cool, wir haben es geschafft anzuboxen, also wir sehen uns gleich draußen. So Leute, wir sind jetzt draußen, richtig schönes Wetter. Ich würde sagen, ich gehe jetzt das allererste Mal, also wirklich das erste Mal, setze mich hier auf dieses Fahrrad drauf, um zu gucken, wie das einfach ist. Ich fahre eine kleine Runde. Ihr werdet das sehen. Richtig geil. Hört mal diesen Sound. Wenn ich jetzt hier drehe, das ist krass. Alter, ich hatte noch nie so ein krasses Bike mit so einem Sound. Oh mein, das ist so anders. Das Lenkverhalten ist anders. So viel anders als bei meinem Kenny. Leute, der erste Wheelie mit dem Fahrrad. Alter. Alter Leute, das ist richtig krass. So, ich würde sagen aber, das war's jetzt hier mit dem Unboxing-Video. Ich habe mich richtig gefreut, dass ihr eingeschaltet habt und bis hierhin geguckt habt. Mega cool. Das ist jetzt mein neues Bike, das mich auf meinem Weg begleiten wird. Ich bin richtig hyped. Wir filmen natürlich auch noch bald einen Bike-Check. Also, damit ihr das Bike noch ein bisschen besser kennenlernt, werdet ihr natürlich machen. Also, bleibt dran, abonniert gerne den Kanal, um weitere Videos nicht mehr zu verpassen. Leute, ich würde sagen, haut rein, habt noch einen schönen Tag. Bis dann.